In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1950 wird der gefürchtetste Bandit Siziliens nach langer Jagd erschossen. Er kämpfte für Gerechtigkeit und wurde des Mordes beschuldigt. Er sah sich als politischen Aktivisten und wurde wie ein Dieb behandelt. Sein Stolz ließ ihn allein bleiben und die Liebe zu seinem Volk wurde ihm zum Verhängnis. Der für die Polizei lange Zeit Unauffindbare hieß Salvatore Giuliano. Sein Leben war voller Rätsel. Im November 1922 kommt Salvatore Giuliano auf Sizilien zur Welt. In einem Italien, dessen König kurz zuvor die Faschisten an die Macht gebracht hat, indem er Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannte. In Italien etablierte sich 1922 ein faschistisches Regime. Sizilien war damals ein echtes Problem für Italien. Es war der ärmste Teil des Landes. Im landwirtschaftlich geprägten Sizilien herrschen die Latifundisten, Großgrundbesitzer, die die bäuerliche Bevölkerung ausbeuten. Sie lassen sie ihre Felder bestellen, für einen winzigen Bruchteil der Ernte als Lohn. Die Bauern lebten in ihren Häusern unter einem Dach, mit dem Maultier, dem Esel, den Hühnern und dem Schwein. Ohne Kanalisation. Und nur zwei Grundschullehrerinnen für 5000 Menschen. In diesem dem Recht des Stärkeren überlassenen Land wird Salvatore Giuliano am 16. November 1922 geboren, in Montelepre, einem Dorf westlich von Palermo. Die Familie Giuliano baute Gemüse und Getreide an. Das Brot konnten sie mit dem eigenen Weizen backen. Und das galt auch für das Obst, die Konserven. Den Giulianos fehlte es an nichts. In dieser bescheidenen Bauernfamilie, ein wenig besser gestellt als die meisten Sizilianer, wächst Salvatore neben seinen zwei Schwestern und einem älteren Bruder glücklich auf. Seine Lehrerin erzählte, Salvatore sei einmal sogar Klassensprecher gewesen. Sie beschrieb ihn als sehr dominant. Doch 1935 stürzt auch Salvatores Familie in das Elend, in dem die ganze Bauernschaft lebt. Der Vater kann sich keine Arbeiter mehr leisten. Sein Sohn muss die Schule verlassen und ihm bei der Feldarbeit helfen. Salvatore rebelliert nicht, denn er weiß, welches Glück er hat, mit 12 Jahren lesen und schreiben zu können. Er fühlt sich privilegiert und will seinen Kameraden helfen. Zur damaligen Zeit herrschte Elend. Die Menschen sind verhungert. Also verteilte Giuliano jede Woche Brot, das die Mutter gebacken hatte, an die Nachbarn. Meine Großmutter hat ihm neue Schuhe gekauft. Und er kam mit einem alten Paar nach Hause. Die neuen hatte er jemandem gegeben, der sie nötiger brauchte. O Heimaterde, du Mutter unseres Volkes, steh auf. Du sollst unabhängig sein. Wir sind bereit, für deine Freiheit zu sterben. Sizilien, schönes Sizilien, erstrahle wieder, mein schöner Stern. Erleuchte die Erde. Na los, mit Gelb und Rot, durch Eisen und Feuer werden wir es schaffen. Wenn das Glück es uns nicht beschert, wir sind die Söhne Siziliens und wollen die Unabhängigkeit. Du bist der Stern in unserem Leben. Salvatore Giuliano. 1939 unterzeichnet Italiens Staatschef Benito Mussolini den sogenannten Stahlpakt mit Deutschland. Eine militärische Allianz zwischen den beiden Ländern. Ein paar Monate später beginnt der Zweite Weltkrieg. Auf Drängen Deutschlands erklärt Italien am 10. Juni 1940 Frankreich den Krieg. Das ganze Land wird mobilisiert. Auf Sizilien bleibt Salvatore davon verschont. Er ist noch zu jung, um in den Krieg zu ziehen. Der Krieg erscheint weit weg. Geografisch und auch im Kopf. Deshalb ist Giuliano der Krieg praktisch gleichgültig. Doch der Zweite Weltkrieg kommt bald auch bei dem jungen Sizilianer an.
1941 treten die USA in den Krieg ein. Und 1943 landen sie mit der Operation Husky in Sizilien. Die Bevölkerung ist ausgehungert durch die Requirierungen der deutschen Truppen und leistet der US-Armee kaum Widerstand. Die Deutschen flüchteten vor dem Massenansturm der Amerikaner unter der Führung von Generalleutnant Patton und General Montgomery. Es war ein Desaster für die Faschisten wie für die Nazis. Und die Alliierten gewannen schnell die Oberhand auf Sizilien. Die Alliierten setzen eine Militärregierung ein, die MGOT. Doch die Beschlagnahmungen der letzten drei Kriegsjahre haben Sizilien ausgezehrt. Das Volk hungert. Wegen des Krieges fehlte es an Lebensmitteln. An Weizen mangelte es besonders. Und so kam es zum Schwarzmarkt. Für uns bedeutete Schwarzmarkt das Schmuggeln von Lebensmitteln. So wie alle Bauern litten die Giulianos unter den harten Lebensbedingungen. Deshalb betrieb auch Salvatore Schwarzhandel. Salvatore Giuliano verkauft Weizen und Olivenöl auf dem Schwarzmarkt, damit die Familie über die Runden kommt. Um sich vor den vielen Dieben auf dem Land zu schützen, hat der junge Sizilianer immer eine Pistole dabei. Das wird ihm zum Verhängnis, als zwei Carabinieri ihn am 2. September 1943 stellen. Salvatore zögert. Soll er sich fügen oder fliehen? Er versuchte zu fliehen, doch der Carabiniere Mancini eröffnete das Feuer und traf ihn in die Seite. Daraufhin zog Giuliano seine Pistole und schoss zurück. Er traf, ob gewollt oder nicht, den Carabiniere ins Herz und ergriff die Flucht. Von diesem 2. September 1943 an wurde Salvatore Giuliano als Mörder gesucht. Er hatte einen Carabiniere getötet. Das machte ihn plötzlich zu einem Kriminellen. Aber ein ordentliches Gericht hätte das als berechtigte Notwehr gewertet. Salvatore Giuliano versteht das nicht. Seine Tat ist für ihn etwas ganz Normales. Er hat von klein an gelernt, dass der Tod und das Leben Bestandteile seiner Heimat sind. Für ein sizilianisches Kind war der Tod damals nichts Besonderes. Er war weder traurig noch schön, sondern einfach Realität. Der Tod war überall. Aber mit dem Tod kann auch eine Verschlossenheit einhergehen, auf dem Hintergrund des Wertekanons einer Familie, aufgrund der Traditionen des Landes. So sind die Sizilianer. Und das hat einen Namen, die Omerta. Die Omerta, das Schweigegebot. Salvatore weiß, dass niemand aus dem Dorf oder der Familie sein Versteck verraten würde. Doch die Polizei weiß um Salvatores Verbundenheit zu seiner Familie und nimmt am 25. Dezember 1943 seinen Vater, seinen Onkel und seinen Cousin fest. Für Salvatore ist das eine Kriegserklärung. Die Inhaftierung seiner Angehörigen hat Salvatore Giuliano verändert. Er war voller Wut, war frustriert in dieser Zeit und nur auf Rache aus. Einen Monat später, im Januar 1944, gelang es Salvatore, seine nächsten und die weniger nahen Familienmitglieder zu befreien, sowie etliche Banditen, die nach ihrer Befreiung durch Salvatore ebenfalls zur Familie gehörten, im sizilianischen Sinne des Wortes. So wurde Salvatore Giuliano zum Bandenführer. Salvatore weiß, dass der Tod von nun an sein Begleiter ist. Aber er will nicht, dass es seine Liebsten trifft. Vergiss mich, meine zarte, unstete Marucha, denn ich kann dir nur noch Höhlen und Scheunen zum Schlafen bieten, dich nur noch mit Waffen beschützen. Sei ohne mich glücklich, auch wenn ich es ohne dich nicht mehr bin. Ich gebe dir deine Freiheit zurück, die ich dir so gerne genommen hätte. Leb wohl, süße Marucha. Vergiss mich.
Salvatore Giuliano. Als in den Jahren 1944 und 1945 jede Polizei der Insel nach ihnen sucht, verstecken sich Salvatore und seine Bande in einer Höhle, abgelegen in den Bergen. Salvatore will diesen Staat bekämpfen, der ihn als Kriminellen verfolgt. Der Tod des Feindes wird sein oberstes Ziel. Giuliano war kein Gesetzloser. Er stellte sich vielmehr gegen das Gesetz. Sein Krieg gegen den Staat war kein politischer, sondern ein persönlicher Krieg. Giuliano wartet nicht, bis die Polizei ihn verhaftet, sondern greift die Einheiten an, die ihn suchen. Er hat damals Angriffe auf Kasernen der Carabinieri organisiert. Es gelang ihm, sie zu entwaffnen und sich mit Munition einzudecken. Er lockte sie in einen Hinterhalt und blieb jedes Mal Sieger. Oft mussten die Carabinieri ihre Waffen niederlegen. Die militärisch strafgeführte Bande verübt diverse Raubüberfälle und erpresst mit Entführungen Lösegeld von Adelsfamilien in Palermo. Er erbeutete beträchtliche Summen, die zum Teil bei seiner Bande blieben. Um Waffen zu kaufen und für die ganze Logistik, um die Bande zu ernähren, die immer größer wurde. Außerdem verteilte er auch einen stattlichen Betrag von dem, was er mit seinen Aktionen erbeutete, unter den Ärmsten der Bevölkerung. Anfang 1944 ist in Europa noch Krieg und Italien ist zweigeteilt. Im Norden herrschen die Faschisten mit Benito Mussolini an der Spitze. Und im Süden ein vom Volk verachteter König im befreiten Teil des Landes. Die USA erwägen, die Insel an Italien zurückzugeben, während Separatisten für die Unabhängigkeit Siziliens kämpfen. Sie gründen eine Freiwilligenarmee mit dem Namen Evis. Was war das Ziel? Sie wollten eine Armee aufbauen, die gegen die italienische Staatsgewalt antrat und einen Krieg Siziliens gegen Italien vorbereitete. Kommandieren soll diese Armee nach dem Wunsch der Separatisten Salvatore Giuliano. In einem entlegenen Weiler in den Bergen findet ein Geheimtreffen statt. Für den Fall, dass er einwilligt, sollen im späteren unabhängigen Sizilien all seine Taten unter eine Amnestie fallen. Obwohl politisch nicht militant, ist Salvatore einverstanden. Was Giuliano beeindruckte, war nicht die Ideologie, sondern das politische Programm der Unabhängigkeitsbewegung MIS. Sie wollte die Probleme der hungernden und gepeinigten Bevölkerung lösen. Leute, 100.000 Lire im Monat für jeden, der sich meiner Bande anschließt und der neuen Armee, die gerade entsteht, um gegen die Feinde der Freiheit zu kämpfen, deren einzige Macht der italienische Staat ist. Ich verspreche euch keine Luftschlösser, aber wenn wir siegen, werden eure Menschenrechte anerkannt werden, eure sozialen und moralischen Rechte. Im Rang eines Oberst führt Salvatore etwa 100 Männer an. Seine immer häufigeren Angriffe auf den Staat sind nun aus Sicht der Separatisten legitimiert. Ein im Schafspelz verübtes Attentat war nicht dasselbe wie ein Attentat der Separatistenarmee Evis. Die Toten waren dieselben, die Waffen auch, ganz klar. Aber die Motivation, ob richtig oder falsch, gab dem Mord einen anderen, einen romantischeren Anstrich. Nach einem Referendum entscheidet sich Italien am 2. Juni 1946 für die Republik und gegen die Monarchie. Für die sizilianischen Separatisten, die dem Adel nahestehen, ist es ein herber Schlag. Die neue Regierung verlangt, dass sie die Waffen niederlegen und verspricht ihnen eine Selbstverwaltung und Amnestie für alle politischen Verbrechen.
Salvatore Giuliano lehnte das ab. Der Krieg, den er führte, konnte nur ein Ende haben, das des Staates oder seins. Symbolisch war das für ihn ein wichtiger Schritt. Er sagte, ich bleibe ein Separatist und werde nicht mit dem Staat kooperieren. Vielleicht bin ich der einzig wahre Separatist. Er wird fallen gelassen. Aber mit etwa 50 Mann setzt Salvatore den Kampf für die Unabhängigkeit fort. Er greift Polizeikasernen an, verübt Überfälle. Vor nichts macht er Halt. Nur dem Bauern bleibt er treu. Giuliano hatte kein Interesse daran, die Bauern anzugreifen, weil er sich ihrer Unterstützung sicher war. Bei all seinen Aktionen hat er immer beteuert, er würde das alles nicht gegen, sondern mit dem Volk und zu dessen Wohl tun. Salvatore wird zu einem Mythos. Und in vollem Bewusstsein dessen gibt der Bandit des Öfteren heimliche Interviews. Die internationale Presse erliegt seinem Charme. Die Öffentlichkeit sah in ihm einen Meisterdieb wie Arsène Lupin. Er faszinierte als ein Mann, der sich gern mit Journalisten traf, aber nie von der Polizei gefasst wurde. April 1947. Bei den Regionalwahlen siegt in Sizilien die Neue Linke aus Sozialisten und Kommunisten. Giuliano versteht nicht, dass eine Partei gewinnt, die zur Sowjetunion ausgerichtet und in seinen Augen Ausdruck eines neuen Faschismus ist. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, versammelt sich das Bauernvolk mit sowjetischen Fahnen am Fuß eines Berges zu einer Kundgebung. Plötzlich fallen Schüsse. Als an diesem Tag inmitten der fröhlich feiernden Menge die ersten Schüsse fielen, dachten die Leute im ersten Moment, das sei ein Feuerwerkskörper. Doch dann brachen die ersten zusammen und das fröhliche Geschrei verwandelte sich in panische Schreckensschreie. Die Angreifer sind offenbar Salvatore Giuliano und seine Bande. Er wird für das Massaker mit mehr als einem Dutzend Toten verantwortlich gemacht. Salvatore schwört jedoch, er und seine Männer hätten nur in die Luft geschossen, wie ihnen befohlen worden sei. Fünf oder sechs Augenzeugen versichern, dass Giuliano, als er sah, dass da Menschen getötet wurden, laut auf Sizilianisch gerufen habe, was macht ihr denn? Ihr sollt niemanden töten, nur in die Luft schießen. Aber die anderen schossen weiter in die Menge. Der Bandit will nicht verraten, in wessen Auftrag er gehandelt hat. Ohne sein Zutun und sicher gelenkt von der CIA haben andere das Blut des Volkes vergossen. Das Ziel war, die Kommunisten einzuschüchtern und zu schwächen. Sie sollten mit Gewalt auf das Massaker reagieren. Das wäre eine Rechtfertigung für staatliche Gewalt, um den Kommunismus zu zerschlagen. Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Massaker ein politischer Akt war und dass Giuliano auf das Übelste missbraucht wurde, denn seine Bande war von Agenten der Staatssicherheit unterwandert. Vielleicht denken Sie, weil ich als ein vom Gesetz verfolgter Bandit kein Anrecht auf Moral und Würde habe, vielleicht weil ich keine Redefreiheit habe, besonders wenn es die Polizei oder gewisse hohe Herren betrifft, und auch weil ich über keine literarische Bildung verfüge, werde ich mich nicht gegen die Verleumdung und diversen Anschuldigungen wehren können. Zur Überraschung aller reagieren die Kommunisten auf das Massaker mit einer friedlichen Demonstration gegen die Gewalt dieser Tragödie. Um vor der Bevölkerung gut dazustehen, werden zahlreiche Gefolgsleute von Salvatore Giuliano abgeurteilt. Zu den für das Massaker von Portella della Ginestra Verurteilten zählte auch mein Vater. Eines Tages sagte er zu mir, nicht nur ich, auch die anderen. Wir alle waren unschuldig. Sie haben uns fertig gemacht. Und dann mussten wir etwas gestehen, was wir nicht getan hatten.
Es ist undenkbar, dass Giuliano, der den Bauern so nahe gestanden hat, wild in die Menschenmenge schoss und dabei womöglich Freunde oder Verwandte tötete. Dort waren Tausende von Menschen, die von überall her, aus allen umliegenden Dörfern gekommen waren. Und natürlich auch aus Giulianos Heimatdorf, Montelepre. Da die Bevölkerung ihn schützt, ist Salvatore Giuliano auch 1950 noch nicht gefasst. Schließlich wird ihm ein geheimer Deal angeboten. Wenn er seine Memoiren schreibe und sich darin zu dem Blutbad von Portella della Ginestra bekenne, werde er in die USA ausgeschleust und könne dort ein neues Leben beginnen. Aber Salvatore Giuliano war nicht dumm. Vieles deutet darauf hin, dass er in der Zwischenzeit seine wahren Memoiren verfasst hat, in denen er die Ereignisse in Italien zwischen 1943 und 1947 schilderte und auch die Drahtzieher des Massakers beim Namen nannte. Dazu gehörten die US-Geheimdienste, Leute wie Philip J. Corso und J.J. Angleton, sowie hochrangige Politiker. Das alles stand dort schwarz auf weiß, was für die Regierung sehr gefährlich war. Für die Geheimdienste wurde damit mehr und mehr klar, was mit Giuliano zu geschehen hatte. Er war unbequem und musste eliminiert werden. Sein bester Freund, Gaspare Picciotta, verrät ihn, wofür ihm Straffreiheit versprochen wurde. Und am 5. Juli 1950 organisiert die Polizei Giulianos Hinrichtung. Für die Öffentlichkeit soll der Mord aussehen wie eine eskalierte Festnahme. Im Schlaf wurde er erschossen. Es war Mord. Dann haben sie seinen Leichnam in einen kleinen Hinterhof gebracht, wo die Carabinieri eine Salve aus ihren Maschinenpistolen auf ihn abfeuerten. Am frühen Morgen wurde Giulianos Leichnam gefunden, von Polizeikugeln durchsiebt. Sie wollten dem Mythos von dem Banditen, der vermeintlich nie zu fassen war, ein Ende machen. Da lag er nun, gestorben in einem Kugelhagel. Wahrlich ein Verbrechen, was der Staat aber nie eingestehen wird. Ein brutaler Tod, der bis heute Fragen aufwirft. Bis zu seinem Ende bleibt der junge Sizilianer ein Rätsel. War er ein gutherziger Bandit oder ein Terrorist? Niemand weiß es. Was bleibt, ist die Legende von Salvatore Giuliano, dem nicht zu fassenden Banditen, den das Sizilien von heute offenbar vergessen will. Es ist ein sehr schwieriges und kompromittierendes Kapitel, das für immer geschlossen bleiben soll. An diese Geschichte soll besser nicht erinnert werden, damit der Albtraum nicht zurückkehrt. Salvatore Giuliano lässt selbst als Geist noch viele erzittern. Sicher, diese Bauern hatten ein Ideal. Sie wollten gegen die Ungerechtigkeit kämpfen. Sie taten es aus Überzeugung. Nicht, weil sie böse waren, sondern sie dachten, sie könnten am Lauf der Dinge etwas ändern. Giuliano träumte davon, ein freier Mann zu sein. Ein gutherziger Bandit und Kämpfer für Gerechtigkeit. Gegen die Politiker, die Verrat als Waffe einsetzten, hatte er keine Chance. Der einsame Salvatore, dessen Kampf von vornherein verloren war, das Symbol eines rebellischen und tragischen Siziliens. Ich verwahre mich dagegen, dass meine ganz auf Gerechtigkeit gerichtete Denkweise für die eines gemeinen Mörders gehalten wurde, des widerlichsten, was ein Mensch sich vorstellen kann. Dabei war ich immer nur der größte Feind sozialer Ungerechtigkeit und politischer Intrigen, die geschickt von machtgierigen Männern geschmiedet werden. Die Seelen der Spione kommen nicht ins Paradies. Salvatore Giuliano,